2, 3, 4. Yes, sir, we can boogie. Boogie, boogie, boogie. Yes, sir, we can boogie. Boogie, boogie, boogie. Yes, sir, we can boogie. Boogie, boogie, boogie. Yes, sir! We can boogie! Ilse! Los geht's, der Camping! Genau! Ich freue mich so, weißt du? Mein Vater, der Luigi, hat immer gesagt, du musst die ganze Welt sehen. Ach, mein Vater. Mit seinem Vater an. Komm! Ach, je. Let's go camping! Wir gehen auf Weltreise! Ilse, komm! Ach ja, wunderschön. Das ist so eine schöne Erde. Aber wirklich, das ist Natur. Oh. Das, ich sage immer, Natur ist jetzt best. Ja, Natur ist jetzt best. Ach ja, unser Lied, Chachi. 1, 2, 3, 4. Yes, sir, I can boogie. Yes, sir, we can boogie. Boogie, 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 sir, sir, I can boogie. Georgi, du siehst gerade ein bisschen müde aus. Weißt du was, Ilse, weißt du, was da los war die ganze Nacht? Ich habe so eine geträumte, so eine alpe Traum. Oh je. Weißt du, dass ich gar nicht mehr richtig schlafen konnte, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Lass mich ganz kurz den Leuten erklären. Es ist halt so, der Camper träumt anders. Das stimmt. Der Camper hat, das Leben ist ja intensiver als Camper. Das Impulsivtraum. Und da träumst du auch intensiver. Ja. Und das sehe ich jetzt, ich habe heute Nacht auch, ich möchte... Pass auf, Ilse, weißt du, was ich geträumt habe? Erzähl mal bitte. Du, aber versuch's ein bisschen so zu formulieren, dass die Leute nicht kein Schreikrampf haben. Ja, ich habe schon fast die Tränen in den Augen, wenn ich erzähle, weißt du, nur wenn ich dran denke. Ich auch. Ich habe geträumt, dass ich in eine Stau stehe, auf die A7, weißt du? Was ich meine? Auf der A7. Ja. Stehe ich in der Stau. Höhe so? Welche Höhe? Ja, in der Mitte von Ulm. Weißt du, ich stehe um die Stau und es geht dir nichts. Gar nichts. Über Stunde. Stunde. Ich sitze immer in die Stau und denke, was ist los? Wann geht die hier voran? Und es immer in die Stau. Ja. Über Stunde. Und ich bin morgens aufgewacht und war immer noch in die Stau. Ach, du warst gar nicht weitergekommen? Gar nicht. In die ganze Gefühl von meinem auch Traum war ich überhaupt nicht mehr in die... Lange hast du das denn geträumt? Die ganze Nacht. Ach, über Stunde. Lebenszeit. Und kannst du vorstellen, wie die Räder mir geredet? Ja? Mit der Räder. Obwohl ich nicht weitergekommen bin mit dem Rad, war ich geredet. Das ist ein interessanter Aspekt, weißt du? Ich stehe auf die Stau, komme nicht weiter mit den Rädern, stehe auf und bin geredet. Weil du nicht mit den Rädern, die Räder haben sich nicht gedreht, aber du bist geredet. Das ist die Konsequenz. Das ist, wenn du Camping träumst. Das meine ich, das ist ein Campingtraum. Das ist ein Camper-Traum. Typischer Camper-Traum. So was träumen nur Camper. Weißt du, was ich meine? Das träumen nur Camper. Hat mein Luigi, mein Vater, auch schon immer gesagt, weißt du? Ja. Der träumt ja auch viel. Was hast du geträumt? Ich habe heute Nacht was geträumt. Nein. Doch. Sag mal, das gibt's doch nicht. Wieso kriege ich jetzt die Nüsse nicht auf? Ich habe doch Hunger. Wieso kriege ich die scheiß Nüsse nicht auf? Das gibt's doch nicht. Darf ich dir mal einen Tipp geben, von Camper zu Camper? Nein. Adam, ich habe eine Frage. Sag mal, weißt du was, ich bräuchte mal so ein Plasma-Fernseher. Du hast doch da in der Garage, habe ich gehört, hast du noch so 300, 400 Plasma-Fernseher, oder? Hä? Schorsch, alles Haus. Du und dein Plasma-Fernseher, ja, na logisch, unten im Keller habe ich noch ein paar. Von damals, wo so, weißt du, im Rottgau, da war doch, habe ich gehört, hat doch einer gesagt, war so starker Wind, ist von Laster umgekippt und da ist ein so Plasma-Fernseher gewesen, da auf Wiese gefallen. Hast du da noch eine von die, weil vielleicht kann ich hier einbauen, irgendwie eine, weißt du, wenn der nicht mehr kostet wie 10, 20 Euro, nehme ich gerne ein, ja? Kommst vorbei, bringst Bares mit, aber ruf mit dem Handeln und so, da habe ich keinen Bock drauf, null Bock drauf. Lass uns ein Bierchen trinken und dann gibst du dir diese Plasma-Dinger in die Hand. Zwei Stück habe ich noch. Und ich gebe dir die, aber nichts haben. Ja. Sag mir Bescheid, Aden. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, so, und da sind wir nochmal bei Tipps für den schnellen Hunger. Oder? Und Georgi, du hast ja vorhin diese unglaublich leckeren, wie heißt Bulgari-Banana, Bananensalat. Jetzt hast du gesagt, es gäbe noch eine Variation. Es gibt eine Spezialität, aber es ist nur für Leute, die haben genug Geld. Weißt du, was ich meine? Oh, alles klar. Also jetzt kommt die Version für die etwas... Wozu ich sagen muss, bevor sich wieder Leute beschweren und sagen, was ist mit dem Rest von dem, was ihr da macht?
Das geht immer an die Nachbarn, die wir haben. Du weißt, ah ja, ne? Genau. Die Nachbarn nehmen immer gerne mal ein bisschen was für ihre Sachen. Ne? Genau. Ich denke, dass wir was wegschmeißen. Wobei man sagen muss, ich meine, wenn man im Campingmobil unterwegs ist, hat man ja immer wechselnde Nachbarn, hat man mal so Nachbarn, so. Auf jeden Fall für Nachbarn ist es auf jeden Fall, der könnte dann den Rest geben. Jetzt sind wir nur gespannt, was ist der Rest von was? Was ist der Rest von was? Die Spezialität ist, was ich jetzt komme, ist Bananenspitzesalat. Ja? Oh. Jeder Mensch kennt der Spargelspitze. Aber ganz wenige kennen nur den Bananenspitzesalat. Den kenne ich gar nicht, Siehst du? Pass auf. Ja? Und kannst du dir vorstellen, was die Bananenspitze sind? Ich würde sagen, wahrscheinlich die Spitze am Rand. Exakt. Und du musst nicht schneiden, jede. Ich habe ja vorhin schon gezeigt in der einen Clip, du kannst die nebeneinander legen. Pass auf. Mal, was ist, wenn du machst für mich akkurat, schneidest du mit einem Schnitter. Achtung! Vier Spitze. Hast du gehört? Wahnsinn. Das war ein Schnitt. Nur ein Schnitter. Du hast vier Spitze. Nimm mal rüber. Komm, nimm mal rüber. Ja. Achtung. So. Jetzt hat er aber eine Banane, hat er nicht nur eine Spitze. Ach nee. Weißt du, was ich meine? Die Banane hat zwei Spitzen, weil sie ja... Vorne Spitze, hier eine Spitze. In der Mitte keine Spitze. Ich bin halt sehr blöd. Spitzelos, In der Mitte komplett spitzelos. Aber links und rechts... Achtung, guck genau zu. Ich guck schon, wenn du willst nachkochen, weißt du? Das kriege ich, so, ich so nicht hin wie du. Jetzt höre zu, Achtung. Hörst du, wenn die Klack macht? Ja. Das muss machen. Klack. Und dann hast du die Spitze. Okay, tust du Messer nicht wieder, ne? Okay. So, jetzt habe ich vier Spitzen hier rein. Und das kannst du geben den Nachbarn. Ja, weißt du, das kannst du den Nachbarn tun, wir dann weg. Das kann die Nachbarn bekommen. So, jetzt rühren wir das zusammen. Das ist wichtig. Und jetzt haben wir eine schöne Bananenspitze. Nimm die auch ein bisschen. Ich nehme ja auch ein bisschen, ja. Und jetzt probier so, ich probiere. Ich bin so gespannt. Du wirst der Flipper. Ich bin gespannt. Du wirst der Flipper. Ich werde Flipper wahrscheinlich. Du wirst der komplette Flipper. Also jetzt probieren wir hier in einer deutschen TV-Weltpremiere ein Bananenspitze. Salat. Achtung. Kommt das auch aus Bulgarien? Ich glaube. Das ist eine Köstlichkeit. Mann, das schmeckt ja. Köstlich. Das ist eine ganz andere. Ich meine, die Banane, Bulgari-Banane schmeckt es so gut. Ich bin gerade, ich sag mal, auf dem kulinarischen Himalaya bin ich gerade. Aber das ist alles. Du merkst, ich bin gerade auf dem kulinarischen Himalaya. Weißt du, was du machen kannst, um das länger zu genießen? Kannst aber du. Drauf. Pass auf, hör zu. Du nimmst die Bananenspitze auf die Spitze von deiner Zunge. Ach, jetzt kommst du mir noch so. Du berührst mit die Zungenspitze. Ach, du Lebenszeit. Achtung, hör zu. Du berührst mit die Zungenspitze, die Spitze von die Banane. Und dann schiebst du die Garne. Ja. Ach, das macht ja die Sache noch intensiver. Merkst du? Ach, sag mal, Schoschi. Nochmal. Sag mal, also, willst du mich hier, willst du mich hier? Mit die Bananenspitze auf die Zunge. Auf die Zunge. Spitze. Und dann schiebe die Gabel rein und den Mund mache zu. Schau. Okay, das war unser Tipp für heute. Wenn ich, ich sag's jetzt mal so, Schorschi, wenn ich nicht schon mit dir verheiratet wäre, spätestens jetzt würde ich dir den Antrag machen. Spätestens jetzt würde ich sagen, Schätzchen, komm, wir gehen weißt, an nebenan. Ich weiß, was du meinst. Alles weißt, klar. Weißt du, was ich meine, ja. Okay, Leute, macht gut. Ach, und ist immer gut. Merke, mit einer Schnitte. Ach, ist das gut. Mit einer Schnitte, vier Spitze. Mit der anderen Schnitte, vier Spitze und du bist fertig für die. Du hast die beste Nachtisch, wo du kannst haben. Ich habe das Beste. Der Bulgari-Bananasalat war ja schon gut, aber das ist ja hier gar nicht mehr zu toppen. Das kannst du gar nicht mehr aus. Und das übrigens, das kannst du auch, ich meine, wir kommen ja aus Frankfurt, ne? Du weißt, was ich meine, das kannst du auch machen mit der Handkäse. Ja? Du nimmst vier Handkäse und dann machst du an die Spitze, außer hast du spitze Handkäse-Salat. Handkäse-Spitze-Salat. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, Joshi, warte, bist du für mich? Ja, weil du kannst die Technik übertragen auf andere Mittel von den Lebensmitteln. Die ganze Blende da, der Lave, wie sie alle heißen, und der mit dem Schnorres da, mit dem Dings, du weißt ja, der Hans-Josef Liefers, wie die alle heißen, die haben ja alle nichts drauf im Vergleich zu dir. Du bist ja der beste Koch, den wir kennen. Das ist ja, sag mal, Leute, und ihr wisst, dass das umsonst hier ist, ne? Das ist nicht, ihr müsst keine Gebühr zahlen, ne? Also, buono appetito, gell? Ja, guten Appetit. Lass es schmecken. An alle Camper da draußen. Lasst Ilse und Joshi. Ilse und Joshi, Tipps für den schnellen Hunger. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Traumfänge, Traumfänge. Für mich bist du der schönste Aufhänge. Traumfänge, Traumfänge. Ja, du hängst so schön. Okay, jetzt spielen wir nochmal Runde Stadt, Land, Fluss. Hast du dir gewünscht? Stadt, Land, Fluss. Pass auf, ich fange an, ja? Du fängst an, so mal einen schönen Buchstaben. Ich mache mit dem Buchstaben, weißt du? Das ist lustig jetzt mit dem. Wer der Buchstabe ist. Achtung. Was ist der, welcher Buchstabe ist er? J. J. Also geht ihr los, okay? Ja, J. J. Auf los geht's. Ja. Stadt. Stadt, was ist eine Stadt mit J? Eine Stadt ist. Stadt mit J. Jolich, glaube ich. Jolich ist die Stadt. Jubel. Eine Land mit J ist. Land.
Fluss ist die Jokel? Jopuline. Jopuline. Eine Fluss mit J ist Jena. Ein Tier mit J ist. Ich bin fertig. Jek. Jek ist ein Tier mit. Eine Beruf mit J. Ich bin eigentlich fertig. Ich bin tolerant. Ich lasse mal zu Ende schreiben. Sonst wie selber. Ich habe ja bei Memory schon dermaßen abgezogen, dann kriegt er ja noch die Krise. Jetzt gucke, was ich dabei merke. Ein Name ist mit J. Ist, Hast du? Hast du was? Okay. Also fange du an. Okay, also. Stadt, was hast du für Stadt? Stadt habe ich Juckelstadt. Juckelstadt, okay, da hast du einen Punkt, oder? Ja, habe ich einen Punkt. Genau. Dann, ich habe Jollisch. Ja, da hat jeder 10 Punkte. Ich habe Jollisch. Dann 10 Punkte. Zehn Punkte. Land, was hast du für Land? Juckelland. Juppel? Juckelland. Juckelland, das kenne ich auch. Ich habe Jopuline. Ja. Das ist unten in Italien. Ja. Jopuline. Fluss? Fluss habe ich Jena. Ich habe die Juckel. Ah, das ist auch gut. Da habe ich 20 10. Punkte. Dann habe ich Tier, dann habe ich. Was hast du denn da? Tier habe ich Jäckel. Ich habe die Jogelbär. Okay. Das ist 20 Punkte. So. Beruf? Beruf habe ich Jaguarjäger. Die Jogler habe ich. Die Jaguarjäger. Und dann habe ich Name, habe ich Jogi. Jogi. Okay. Gut, das hat jeder 10, das hat jeder 60 Punkte. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Noch eine Runde machen? Nee. Machen wir morgen. Aber mal Spaß, aber ne? Es war Spaß, ne? Was hat aufgehört zu regnen? Dann können wir mal kurz rausgehen. Yuki ist ein schöner Name. Yuki, ja. Weißt du, wenn zwei hast, hast du Yuki Yuki. Wenn du Zwillinge hast. Zwillinge, Yuki Yuki. Und wenn du draußen einkommst, ich sag Yuki Yuki. Ja. Der weiß, geht weiter. Ja. Und da wissen beide, dass sie gemeint sind. Ja. Yuki Yuki, wir gehen Jogi. Komm, wir gehen Jogi. Pass mal auf, wenn das Leute sehen, die werden die nächste, warte mal ab, wenn Deutschland die nächste, wie viele Zwillinge in den nächsten Jahren Yogi Yogi heißen. Ja. Mein Vater Luigi hat immer gesagt, ein Junge mit einem Namen mit J ist ein Junge, ne? Hat immer gesagt, mein Vater ist so ein guter Spruch, weißt du, ich meine, Malucci hat immer gesagt, ein Junge mit einem Vorname mit J ist immer ein Junge. Mhm. Weil eine Mädchen ist mit J, findest du kaum. Jutta. Julia. Jutta. Ja, stimmt. Josephine. Und mein Vater ist was war mein Vater noch? Italiener? Woher weiß er das? Ja. Komisch. Jasmin, du hast recht. Gibt ja gar keine Ahnung mit Jutta. Ne? Das war mein Vater, ist Italiener, da hat er keine Ahnung, was ist genau. Weißt du, was ich meine? Luigi, das ist manchmal ein bisschen viel, was hier. Naja. Babici, ja. Luigi, Babici. Ja. Aber Yogi ist gut, Yogi für Zwillinge ist herrlich. Okay, wir gehen raus. Ja. Habe ich mir gedacht. Jetzt bin ich, da hast du recht. Mir gedacht, ich esse so gerne Nüsse. Du isst lieber die Schild an, ne? Weißt du was, wir müssen mal ein bisschen genießen, die Abendstimmung jetzt, gell? Und weißt du, was ich ganz besonders gut mag? Irgendwie, wenn so ins Genick kommt der Nebel, hier. Wenn so ein bisschen Nebel ist. Aber schon weg wieder. Schon wieder weg, der Nebel. Ich weiß nicht. Ich muss auch sagen, Shashi. Weißt du, wir müssen jetzt kommen zur Ruhe bisschen. Ja, ich komme jetzt zur Ruhe. Ich wollte nur sagen, Shashi, es gibt so Momente. Ja, das stimmt. Wie jetzt? Ja, das ist beim Camping immer. Im Camping gibt es immer Momente. Das ist Camping-Momente. 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 Weißt du, wenn du bist... Da kommt der Toastmeer gerade nochmal dran. Da kommt gerade nochmal dran. Ach, das ist so... Das schmeckt gut auf die Lunge, gell? Schmeckt sehr gut. Weißt du, ich sag dir mal eins, wir wissen es beide. Es gibt ja eine Menge Kollegen, so Camper-Kollegen, die auch Videos drehen, ne? Ja. Und auch unterwegs sind. Aber die haben nichts zu sagen. Die haben, also, was wir für Tipps haben, weißt du? Allein, wie wir jetzt hier sitzen und das Glück auch versprühen. Das ist wirklich, also ich will ja gar nicht gehen, aber was dann? Wir haben ja auch mit der Musik zu tun, weißt du? Ja, natürlich. Wir können ja auch nicht spielen. Das ist ja nicht umsonst, Shashi Gorgonzola und La Bella Ilse, gell? Wie war es nochmal? Wie war es schon? Boogie. Yes, sir, we can boogie. Ja, ja. Yes, sir, we can boogie. Unbedingt. Okay, das ist immer wieder, kann man spielen. Das ist, ist für mich ein Ohrwurm. Ja, für mich ist es auch ein Ohrwurm. Für mich ein Ohrwurm à la carte. Wunderbar. Ich muss ein bisschen nochmal in die Sterne gucken, weißt du, da oben. Ich gucke auch so gerne in die Sterne. Guck mal. Ich, in die Sterne gucke ich auch auf den mal. Wobei ich immer noch nicht genau, das ist das Große, hast du gesagt, ne? Das ist der Große und der Nebel ist der Kleine. Eines Kleine, eines der Große und eines der mittlere Stern. Der mittlere Stern? Ja. Was du all weißt, Joshi. Manchmal, manchmal denke ich so. Ich bin ganz ehrlich, lass mich mal ganz kurz, ich habe gerade einen Ehrlichkeitsanfall. Okay. Joshi, manchmal denke ich auch so für mich, dass du manchmal auch ein bisschen nicht so viel weißt. Ja? Also da, manchmal habe ich gedacht, ich glaub, mehr nicht. Schulausbildung wäre mal nicht schlecht gewesen. Ja, ich war in Frankfurt in der Schule. Joshi, lass mich mal ausreden. Und dann aber. Ja.
dann aber plötzlich haust du so ein Wissensapparat da raus mit den großen und kleinen Sternen und ich denke mir... Ja, ich bin mit der Astrologie bestückt, das weißt du. Du bist mit der Astrologie bestückt. Von Kind auf an bin ich, ich war in die Schule in Frankfurt und habe gelernt, wie der ich wollte nur sagen, Astrologe haben überrascht mich. Astrologie. Astrologie. In der ersten Stunde gehabt. In der ersten Klasse. Was? Ja. Wo habt ihr die Astrologie? Ich hab Blockflöte und Erich gehabt. Frau Schmidt. In der ersten, Frau Schmidt habe ich gelernt. Bei der Frau Schmidt habe ich Astrologie gelernt. Die Frau Schmidt? Ja. Die war begabt. Da oben siehst du, Ebbe bewegt sich. Ich muss trotzdem sagen. Ebbe bewegt sich. Ja, Wahnsinn. Guck mal, Ebbe blinkt. Ebbe blinkt. Ja, aber das war, glaube ich, das war doch, naja, egal. Der Kleine blinkt mich an. Weißt du, ich glaube, der Kleine blinkt mich an. Ein kleiner Blinkestern. Der blinkt mich an. Ein kleiner Blinkestern. Da habe ich gerade auch einen Witz gemacht. Ja. Ich habe gesagt, der kleine Blinkestern.